So much meat, so little time. Get over here! Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück beim Grand Final. Team Avengers gegen Team Druckwelle oder auch einfach nur der Holy Hexe gegen Cube, wenn wir ihn richtig aussprechen. Ich glaube, ich muss ihn nachher nochmal fragen, wie man ihn richtig ausspricht in der Lobby. Weil ich möchte ihm natürlich nicht zu nahe treten. Wir haben beide Spieler schon performen sehen in den Halbfinal-Matches und haben sich beide sehr gut präsentiert. Cube hat sich gegen den absoluten Favoriten Axis durchgesetzt, der letztes Mal schon das 1-1-Turnier für sich entscheiden konnte. Und Hexer ist eigentlich ganz, ganz locker 2-0 über. Der ist No Cake drüber gefahren. Unser erstes Matchup ist Quap gegen Puck, was ich mich schon sehr freue. Wir sehen hier Cube an der Queen of Pain und der Puck gespielt von Holy Hexer. Und ich begrüße natürlich auch den 167 Leuten, die jetzt eingeschaltet haben. Stelle ich auch noch einen Mann vor, das ist Hef. Ich begrüße dich. Guten Tag. Vielen Dank. Du bist da. Oh. Die beiden Spieler haben schon große Schwierigkeiten, das passende Line-Up herauszufinden, aber glaube ich, das sollte stimmen. Ja, ich weiß nicht, ich wusste zumindest noch, welches das erste Line-Up ist, aber die Leute wussten nicht mehr, wer es spielen soll. Ich habe da noch versucht, über Konsole was zu schreiben, aber es hat anscheinend nicht funktioniert, weil ich ein Noob bin. Es ist alles gut. Was sagt der Chat? Alle sind eigentlich alle gerade international. Vielleicht hat auch Hexor einen krassen Post gemacht auf Dota Tube TV und dann gucken uns jetzt 1500 Leute zu, die alle über Dota Tube TV The Art of Duking gucken auf YouTube. Und jetzt ja, das muss es sein. Das muss es sein. Heißt, wir sollen jetzt einfach, why no English, fragt er. Ja, das ist bei einem deutschen Turnier, von einer deutschen Website, von einem deutschen Forum mit zwei deutschen Spielern. Du kannst ja inzwischen auf Hexers Bild reinzoomen in der Midlane. Ja, das kann ich schon. Ich hab das schon. Alle Bescheid wissen, wie er aussieht. But just one time, guys. It's a German website, it's a German tournament. So, what the fuck, my cam is messed up. So, I'm sorry, it's only German broadcast, but you have to deal with it. And that's all I have to say. Also, können wir jetzt auch genug Englisch geredet. Ist eher eine Sprache für, ja, internationale Menschen, nicht wenn bei einem deutschen Turnier. Vor dem kam gerade die Pause, es kam von Cube. Hat bestimmt wieder Packet Loss wie vorhin schon, aber er ist jetzt ready, es kann losgehen. Und wir sind bereit für dieses Matchup. Es ist interessant, weißt du was? Meine Frage bei Quap gegen Puck ist jedes Mal: Skillst du Dagger oder skillst du Dagger nicht? Du skillst Dagger und du harrest praktisch, also ab Level 2 ist es relativ easy. Du schaust. Also du rechtsklickst den Puck, wenn du auf deiner Joke stehst, und entweder er drückt Face Shift und du blinkst rein und wirfst Shadow Strike auf ihn, oder er macht nichts und er frisst einfach Harris. Fertig. Ja. Okay, also Dagger Skill, mal sehen, wie sie es machen. Ich denke, dann sollte auch der Dagger auf Level 1 schon kommen. Wollte man normalerweise machen. Beide haben gut geblockt. Der gute Hexer sogar noch einen kleinen Tick besser. Aber trotzdem sehen wir jetzt gerade, obwohl er macht das ganz gut, dadurch, dass er immer hier die, boah, das war schön, die Attacks unfaked, holt er quasi die Creeps auf seine eigene Choke. Und jetzt, ja, jetzt kam genau das Szenario, was du angesprochen hast. Er dodgt quasi einen Auto-Attack mit Face Shift und schafft es dafür, quasi gleich den Dagger als im Anschluss dazu zu fressen. Und Cubebots auch ganz gut, schafft es hier sogar einigermaßen unter dem Tower zu lasteten. Nimmt jetzt Blink auf Level 2 mit, während Hexer natürlich den Orb holt. Und die Frage ist natürlich, ob er jetzt hier unter dem Tower lastet. Und er schafft das auch gut. Er macht das erstaunlich gut, hier die Last zu bekommen. Sehr schön, ja, den wird er auch bekommen. Ah, das macht er exzellent. Und jetzt hat Hexer ein Riesenproblem. Oh, ja, das hat aber sehr gut angefickt. Eins. Ja. Aber er hätte immer noch einen Orb gehabt, um rauszukommen, glaube ich. Ja, wenn Cube da ein bisschen früher jumpt, kann er praktisch direkt neben den Puck jumpen. Und dann ist es für den fast unmöglich, das zu dodgen. Weil entweder du dodgst nur die Annie oder... Also ja, die Flugzeit ist halt dann zu kurz. Jo. Und das hätte ein First Blood sein können. Oder zumindest ein Puck, der keine Flask hat, noch nicht mal in der Nähe der Bottle ist. Das hätte wehgetan. Ja, und Cube stellt sich da sehr gut hin. Also 7-1 findet die Invis-Rune auf der Top-Lane, aber ich glaube, er will sie sich behalten für diese Bottle, die ja bald für ihn kommen sollte. So, jetzt... Oh, sehr schön. Reingeblinkt und gleich den Dagger mitgeblinkt. Das ist sehr klug gemacht. Und auch nicht so offensiv geblinkt. Wir haben das gesehen, das war ein sehr, sehr kluges Movement gerade von ihm, also quasi so geblinkt. Damit hat er nichts verloren, hat ein bisschen Distance gut gemacht, ist in der Lage gewesen, den Dagger rauszuschmeißen. Seit den Shadow Strike heißt es ja. Ich weiß gar nicht, warum ich es Dagger nenne. Aber irgendwie. Ah, das hieß früher so. Ja, ne? Glaube ich. Ich dachte auch, ja. Das war irgendwie in meinem Kopf so verankert.
Aber Cube will eigentlich nicht dass er zur Rune, der will nicht zur Rune. Weil er hat die Bottle noch nicht. Er kann damit natürlich auch... Ich glaube, Hexo hat das nicht gescoutet. Das heißt, es kann auch sein, dass der Hexo damit ein bisschen Main-Game-mäßig verliert. Oh, sehr schöner Silence. Boah, das war sehr schön von Hexo. Und jetzt hat kein Mana mehr. Problem. Und der das wird das First Blood, das wird das First Blood. Wenn jetzt kein Uphill Miss kommt, nein, das First Blood für Hexo. Da freuen sich die ganzen internationalen Viewer, dass sie ihren großen Helden, den großen Art of Juking-Helden, hier vorne sehen. Und der findet auch noch die Rune oben. Meine Güte, besser hätte es nicht laufen können. 1200 Gold auf einmal auf dem Jungen. Vielleicht spart er auf den Midas. Ja, das wäre natürlich auch sein. Oder einfach Dagon first. Ich meine, er hätte jetzt schon den Staff of Wizardry. Alles Möglichkeiten. Aber er kauft einfach keine Items. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Das ist auch nicht. Er geht jetzt back to base? Ja, ich glaube, er hat gemerkt, dass... Also ich glaube, wenn er das Chicken früh genug losschickt, kann er in der Mitte stehen bleiben. Mhm. Hat er nicht gemacht und jetzt merkt er, ja... Kann es nicht mal riskieren. Deswegen geht er lieber back. Aber das Problem ist, dass wird der Quappe jetzt eigentlich den XP-Vorteil in der Puck haben sollte, mehr oder weniger bekommt jetzt die Quapp direkt durch die Kühe wieder zurück. Mhm. So ist es auch. Ist jetzt, obwohl der, es wird nicht ganz ausgeglichen sein, wie man das erwartet, weil jetzt auch eine große Creeper hier gerade für den für Hexo ansteht. Oh, schade, dass er den Last nicht bekommen hat durch den Appel. Finde ich ein bisschen besser. Und Cube sieht, okay, hat die Rune genommen. Weißt dir einen Scream raus, der leider nicht viel trifft, nur einen Creep und damit auch den Last nicht bekommt. Aber jetzt ist die nächste Rune da und sie ist auf der Top-Lane und ich glaube, Cube, da wird er als nächstes scouten. Ah, die wird da bekommen. Ja, die wird er bekommen. Und das ist eine gute Sache. Kann sein, dass Hexo unten guckt, aber ich denke, er wird sich eher auf die Last-Szene mit einem konzentrieren. Und tatsächlich, da steht sogar der Cube, obwohl er hier First Blood geworden ist, gar nicht so schlecht da. Mit 17 zu 1. Ein bisschen weniger denies. Und jetzt, ja, Hexer, da nach unten gehen, um zu scouten, finde ich nicht clever. Ich finde es ehrlich nicht clever, weil selbst wenn er die Rune nicht bekommt, Cube hätte von der Toplane, weil er wusste, er ist auf die Toplane gegangen, er hätte von der Toplane bis nach unten laufen müssen, um die Rune zu bekommen. Und Hexo hatte noch 2 Charges und genug Mana, um noch eine Weile auf der Lane zu bleiben. Und jetzt will er vielleicht sogar den Go machen, er kann das machen. Aber er hat nicht genug Mana dafür. Er hätte nicht Mana für Orb und Dreamcoil gehabt. Das. Aber jetzt hat er das Mana. Ist natürlich ein bisschen ein Gamble gewesen, weil er keine Upchoke Ward hatte, wusste überhaupt nicht, wo Cube steht. Er wusste nur, okay, er ist ungefähr in der Range, um meine Ulti zu schmeißen. Aber er hat nicht genau gesehen, wo er stand. Und deswegen war. Boah, jetzt wird's aber spannend. Wenn Puck jetzt nicht in die Base zurückgeht, glaube ich, stirbt er gegen die Queen of Pain. Glaube ich. Ja, also er kann die Sonic Wave nicht dodgen. Das steht fest. Sonic Wave ist mit Level 1 Phase Shift nicht zu dodgen. Ich glaube, er ist tot. Ja. Ne, geht aber nicht nach. Er geht nicht. Hatte Angst vor den Jukes von Holy Hexo. Von den Woods. Ja, also Holy Hexo hatte gerade erst jetzt wieder Mana für irgendwas. Mhm. So hätte Cube, glaube ich, nachgehen können. Ich weiß nicht genau, warum. Also es ist schwierig. Du weißt ja eh, er ist schon das First Blood hinten. Das heißt, wenn er jetzt noch einen Fehler macht, ist erstmal die erste Map weg. Also verstehe ich, dass er nicht reingeht. Die Frage ist für mich, hätte es gereicht, die Ulti zu schmeißen für den Kill? Nee. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also nicht wenn er nicht weiter nachgeht. Boah, das macht ganz schön Damage. Ja, und er hat aber Glück für den Ion unten. Also es war echt guter Damage, der gerade rauskam. Und der ist Chicken. Läuft da nicht her. Das da. Ich glaube, es war Nacht, Nexo hat es nicht gesehen. Sonst wäre er da bestimmt hinterher gegangen mit dem Orb. 2 Autotex hätten gereicht mit seinen 2 Nullis. Da wäre der Damage da gewesen. Aber man sagt ja, also was ich so gelernt habe mit Leuten, mit denen ich über dieses Lineup gesprochen habe, das ist eigentlich auch eins mein typisches Solo-Mid-Lineup. Also wenn ich eins und eins denke, dann denke ich immer an Quap gegen Puck. Und was da so ein bisschen, was mir mal alle Leute gesagt haben, was ich auch so selber erfahren habe, je länger das Spiel geht, desto besser steht es für die Quap. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du sagen, das ist ausgeglichen? Schwierig. Also im Normalfall... In einem 5-on-5 würde ich sagen, ja, da hat der Puck tendenziell irgendwann Probleme. Mhm. Aber es ist schwierig. Irgendwann ist halt der Puck in der Situation, wo er die Quap nicht jumpen kann, weil er nicht genug Damage macht. Mhm. Und wo die Quap ihn jumpen kann, eben weil der Damage des Pucks nicht ausreicht. Und oh, man kann die Ulti also doch dodgen. Und das ist das Second Blood.
Da gibt's eigentlich nichts, was Cube machen kann. Oder? Er bottelt da jetzt noch auf, was überlebt er. Ich hätte fest damit gerechnet, dass er es tut. Dass er komm, blink rein! Tu es! Der Silence! Oh mein Gott! The Art of Two King! Holy Hexer! Hat das wieder einmal getan. Aber das war nicht schlecht. Das war die erste Map, sehe ich das richtig? Ja, oder? GG? Fragezeichen? Ich konnte meine Ulti nicht kennen wegen Packet Loss. Ja, das kann aber sein. Ich meine, er hat sich schon im vorigen Game über Packet Loss beschwert. Auch wenn das natürlich immer so klingt, wie eine faule Ausrede. Aber ich glaube ihm das schon. Das lassen wir schon einreden. Das glaube ich schon. Hilft nichts. Nächstes Game. So ist richtig. Das heißt, wir sehen jetzt Holy Hexer an der Quap und den guten Cube an der Pack, am Pack. Guck mal, wann die nächste Lobby kommt. English Carsten. I won't cast English, guys. It's a German tournament. Dann sollen sie sich. Da müssen wir, das ist aber eine ganz klare Sache. Da müssen wir fürs nächste 1-1-Tournament eindeutig einen internationalen Caster holen, wenn der Holy Hexer dabei ist. Das geht doch nicht. Sagen, das da. Wir haben Holy Hexers Fame ein bisschen unterschätzt, denke ich. Vor allem unterschätzt, dass er tatsächlich in die ins Finale kommen würde. Ich glaube, das haben wir alle nicht wirklich unterschätzt, aber. Ich weiß nicht, also ich meine, mit Leuten wie Axis so zum Beispiel. Na gut, er ist natürlich durch das andere Bracket gekommen, also er ist von oben gekommen und Axis quasi von unten, wo Cube ja jetzt gerade war. Wer waren dann noch im Bracket? Ja, also es sind gute Leute dabei, definitiv. Ja, da hat schon einiges. Eigentlich einiges rausgehauen. Weißt du, ich frage jetzt einfach mal. Wie flüssig ist dein Englisch? Könnte hinhauen. Nee, das müsste schon klappen. Ich frage einfach, ist Matlock und Lost Hope hören mich ja. Das können wir kurz ins Team schreiben, ob es auf Englisch casten soll. Das kann ich natürlich gerne machen. Aber das ist halt die Frage, ist eure Entscheidung. Ich denke, Englisch LK reicht noch für einen bilingualen 1-1 Cast aus. Wäre Premiere für mich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber müssen mal Lost Hope und. Lost Hope schreibt mir gerade eine Nachricht. Okay. Ja, fragt die Jungs mal. Ja, also sie hören mich, sind ja im gleichen Channel wie wir. Bleibt auf Deutsch, okay. Dann machen wir Deutsch. Ist kein Problem. Das ist mir sowieso lieber. Das heißt, alle Leute, die auf Englisch hören wollen, die können jetzt von mir hören, dass sie mir egal sind. Die müssen sich damit abfinden. Manchmal ist das so. Manchmal ist vielleicht auch ein anderssprachiger Stream ein bisschen unterhaltsamer. Ich gucke auch gerne mal russische Streams, auch wenn ich kein Wort verstehe. Außer wenn Versuta castet, dann verstehe ich Syka und Bliat. Aber das ist eigentlich. Das versteht man eigentlich bei jedem Russen, der castet. Aber bei Versuta kommt das natürlich immer einen Tick öfter vor. Wir sehen einen sehr, sehr guten Block hier gerade von Cube. Es hat nicht ganz gereicht, um ihn auf die Choke zu bekommen. Vielleicht, wenn er es schafft, jetzt gerade mal Hexer anzuwählen, um ihm einen Rechtsklick zu geben, würde er die Creeps auf die Choke holen, aber er macht das nicht. Hexer hat das im letzten Game besser gemacht. Der übrigens ein sickes Crop-Set hat, das ziemlich geil aussieht, muss ich sagen. Ja, aber er hat Blink fast geskillt. Bisschen verwunderlich. Ich meine, es macht keinen großen Unterschied, aber. Es ist ein bisschen sehr defensiv. Wir haben gesehen, dass Cube im letzten Matchup auf Level 1 einen Shadow Strike anbringen konnte. Und ich glaube eigentlich, in jedem Fall ist es besser, alles andere zu skillen, außer Blink. Weil du wirst auf Level 1 eigentlich, wenn du nicht total bescheuert spielst oder halt irgendwie in DD reinläufst, ganz unglücklich oder so, wirst du es nicht brauchen. Und es gilt auch gar kein Shadow Strike. Dann würde ich trotzdem Scream of Pain First nehmen, weil du damit immer noch ein paar Lasts sichern kannst. Aber Hexer wird schon wissen, was er tut. Und sammelt ja auch gute Lasts, auch wenn es schafft, Cube hier unter dem Tower zu denyen. Steht Hexer mit 4-4 deutlich dominanter da. Was hat er? Sie haben beide den gleichen Item-Build genommen, also beide mit dem Nulli zuerst. Und Cube wird da auch sehr weit rausgedrängt, okay? Ist jetzt sogar auch gezwungen, den Orb zu benutzen. Aber er geht nicht mal rein und das könnte gefährlich sein. Also wenn er jetzt nah genug rankommt. Nee, er zwingt ihn nur. Nicht. Aber der Schaden ist trotzdem getan. No. Puck hat keine Flask dabei. Nicht mal in der Nähe ist einer Bottle und muss jetzt eigentlich hinterm Tower rumgucken. Mann. Ich meine, wenn Hexer hat jetzt auf Level 3 den Shadow Strike bekommen, wenn er Level 4 wird, mit Screen of Pain Level 2, kann er schon sehr aggressiv gehen gegen Cube. Ich denke, es wäre es auch wert, halt einfach mal quasi zu sterben unter dem Tower, wenn man dafür das First Blood kassiert. Hexer, wenn er das schaffen kann. Aber das ist natürlich ein sehr großer Gamble. Aber er kann sich's erlauben. Er steht halt 1-0 vorne, er lastet gut, er kann sich das erlauben. Er könnte das ruhig machen, wenn jetzt vielleicht mal die Grave ein bisschen ausgeglichener ist. Der Rest ist sehr aggressiv. Weiß nicht genau, ob mir die Entscheidung von Cube da gefällt. Dass er so aggressiv steht.
ist meiner Meinung nach nicht in der Position. Und der Dagger kommt. Oh, sehr, sehr schön. Oh, gemacht. Sehr schön. Das habe ich jetzt gemeint. Du kannst auch mit dem Orb natürlich was dodgen. Das ist optimal. Du kannst es tun. Naja, Scream solltest du nicht dodgen können mit Orb, oder? Gut. Naja. Ich ja, weiß es nicht. Du müsstest halt krass flinke Finger haben und der müsste halt auf maximaler Reichweite sein. Ah. Was ein bisschen ist bei Dota 2, das hat mir Nicetra erklärt, damals beim letzten 1-1. Das Problem beim Scream of Pain, was ihn so schwer zum Dodgen macht, ist, dass der Damage kommt sogar vor der visuellen Animation. Also das quasi. Ja, das weiß ich. Genau, und das ist halt, ich glaube, das macht es unglaublich schwer, den mit dem Orb zu dodgen, weil es halt doch, es ist halt nicht die Zeit des Projektils, das daran fliegt, sondern es ist wirklich nochmal vielleicht 0,2 Sekunden vorher. Und jetzt kann Hexer sehr aggressiv gehen. Oh, das sitzt einfach. Wenn da der Scream of Pain auf der Reichweite kommt, dann das will. Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt kann der Puck zumindest recht ungestört unterm Tower lasten, weil die Quad wenig Mana hat. Ja, der hat auch nichts in seiner Bottle, hat nichts mehr drin und schafft es ja auch ganz gut, die Autotext zu dodgen vom guten Hexer. Wir werden gleich mal sehen, wo die nächste Rune spawnt. Das wird, denke ich, wieder eine kleine Wendung in diese Midlane reinbringen, wo ja momentan Hexer sehr, sehr aggressiv steht. Ich finde unten die Rune. Oh, das ist bitter. Das ist, ich weiß nicht, war das Art of Juking oder war das eher... Das war Art of Juking. Nein, ja, er wusste ja auch nicht, ob die Rune dort ist. Es war im Prinzip nur ein bisschen gelackt. Der Puck kriegt die Rune. Ich glaube, er hat sie bekommen. Sie scheinen sie beide. Das ist natürlich sehr nice, weil beide damit gerechnet haben, dass sie ihn bekommen. Und alle Leute, die laggen, es tut mir leid, aber es ist nicht meine Schuld. Refresht so lange, bis ihr einen Server findet, auf dem es funktioniert. Das ist meine Schuld. Und wenn ihr in Russland seid, dann kann ich auch nichts dafür machen, denn es sind immer noch Streamer auf den deutschen Server. Oder wenn ihr in Südostasien seid und Hexor-Fans seid, tut mir das auch leid, weil dann wird der Server für euch eine Qual sein. Naja, Twitch-Probleme halt, ne? Richtig. Man wartet auf eine Alternative. Es hat auch jemand gefragt, ob ich nicht auf einem anderen Channel streame. Es gibt für mich nur eine mögliche Alternative, das ist HashTV. Also einfach mal so prinzipiell die beste Streaming-Seite ist überhaupt so. Kennt bloß keiner. Und castet halt und streamt halt auch auf keiner drauf. Das ist das Problem. Und die Seite ist auch noch nicht groß genug, um quasi mithalten zu können, weil zum Beispiel die ESL, ich bin ja ESL-Caster und also EMS-1-Caster und ich darf auf nichts anderem als Twitch casten, weil ESL hat einen Exklusivvertrag mit Twitch, dass sie alles auf Twitch casten. Aber wir sehen gerade, Cube macht den Go, wenn er den Silence findet, ist das dann sehr schön. Sehr nice. Und das kann er nicht gesehen haben. Das war doch eine blinde Dreamcoil, oder? Ja. Aber mich wundert, dass die Quad nicht sofort rausgeblinkt ist, ehrlich gesagt. Genauso wie er es ja quasi damals im letzten Game gemacht hat, als er die Quad gespielt hat. Er ist dann einfach in die Woods geblinkt, der Cube, und hat damit den Orb, der halt einfach zufällig geschossen war, ganz easy gedodged. Das ist natürlich nice. Jetzt hat er das First Blood gefunden. Was hat er hier im Chicken? Boots, Nulli und ein TP. Also das ist ein dickes Chicken, das da auf ihn zukommt. Der bottelt sich ganz entspannt hoch. Genießt die Zirkung. Ist aber schön, dass er keinen Blödsinn mit der Invis versucht, sondern er weiß, er hat zu wenig Mana, keine Ulti, und bottelt einfach weiter rauf. Das ist gut. Gefällt mir sehr, das Cube da spielt. Ich glaube, ihm liegt der Pack ein bisschen mehr. Wir haben das auch in den anderen Matchups gesehen, hat er den sehr, sehr gut gespielt. Er hat dieses Decision-Making im Clash einfach perfekt gemacht. Wusste genau, wann er goen soll, wann er vielleicht mal lieber zurückziehen sollte. Ich glaube, dieser Hero liegt ihm einfach ein bisschen mehr als die Quap. Und ich kann mir auch vorstellen, obwohl dann in der Nacht, wenn er das gewinnt, ist er jetzt erstmal das Magnus gegen Mirana-Match dran. Also Pot. Das finde ich ganz komisch. Und das finde ich auch interessant, dass es beide nicht gebannt haben. Also, dass sich einer von ihnen gebannt hat, weil die anderen sind. Also, Lashrak gegen Shadow Shaman ist ein sehr, sehr cooles Matchup, das ich auch gerne gesehen hätte. Das mag ich total. Da sehe ich die Advantage ein bisschen beim Lashrak, ehrlich gesagt. Okay. Oder ein bisschen leichter lastet. Also, Harrison kannst du leichter lasteten. Einfach nur, weil der Blitz mehr oder weniger gegen Shadow Shaman eigentlich immer treffen sollte. Wenn du eine Up-Choke-Water hast, wenn du irgendwie Vision hast, der Raster ist einfach zu langsam, der kommt nicht einfach davon weg.
Und natürlich. Auch wenn ich das Lineup einfach prinzipiell cool finde. Das aber dieses Potem gegen Magnus Lineup finde ich ganz komisch. Ich sag gar nicht, wo das herkam. War das bei Fistful of Tangos? Nein. Also. Also auch ich bezweifle ich stark. Ich hab das Turnier auch sehr aktiv verfolgt damals. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn BTS da vielleicht mal eine zweite Edition macht. Oh, jetzt goat ihn tatsächlich mit dem Orb. Könnte das reichen? Das ist. Sehr schön. Blatt und das ist Game. Well played. Das ist. Großes Kompliment an Cube. Also, so wie quasi das erste Game aussah, hätte man vielleicht doch damit gerechnet, dass der gute Hexo das einfach nach Hause schaukelt, aber das war beeindruckend gut gespielt von Cube. Das bedeutet, wir gehen mit mindestens 4 Games. Mindestens 4 Games. Falls jemand aus Leipzig ist, dann kann er das vielleicht mal irgendwie mir bei oder sowas als PN schreiben oder so, dass ich da irgendwie mitkomme. Das wäre cool. Wir sehen, The Art of Juking oder auch Holy Hexe spielt hier auf Seiten der Dire. Den Magnus blockt da ganz fleißig. Cube hat seinen Block schon ein bisschen verpasst. Der hier die Mirana auf Seiten der Radiant spielt, hat den Range Creep natürlich nach vorne gelassen. Das war, glaube ich, so früh noch nicht geplant gewesen, ist aber in Ordnung. Wenn der Range Creep nach vorne geht, dann das ist das, gut. Dann passt das. Also wir sehen, der ist fast tot. Der ist eigentlich doch tot, als die Wave ankommt. Der Hexer muss jetzt die Aggro pullen, damit die Millicreeps auch seinen Range Creep attacken. Mhm. Ich glaube, das sollte er vorhaben. Oder auch nicht. Vielleicht will er einfach rausbrechen und die Rune holen. Ja, was natürlich auch gut wäre. Er spielt hier. Man macht das eigentlich ganz gut, so seine Shockwaves sitzen und er bekommt die Last Hits damit. Erwischt auch eigentlich jedes Mal Cube. Gute Sache. Ah, Cube hat gerade versucht, die Creeps aus dem Tower zu halten. Auch weil Queen of Pain, weil Mirana nicht den höchsten Attack Damage hat, hat es nicht ganz geschafft und muss es unserem Tower Last Hitten. Klappt aber auch gut. Ja, macht doch eigentlich einen recht akzeptablen Damage, auch wenn Potem nicht so den riesigen Base Damage hat. Aber es reicht schon, um die Last Hits zu finden. Ja, und Magnus hat jetzt schon seine Fastbottle. Mhm. Ja, Link mal bitte von der LAN, schreibt hier gerade Ecke rechts. Dota-LAN.de. Dann findet ihr es. Guck mal, Cube steht da sehr aggressiv, weil er weiß, dass Hexor kein Mana mehr hat. Und er könnte den Kurier finden. Oh, aber Hexor microt ihn weg. Das macht der Cube. The Art of Juking. The Art of Juking. The Art of Crypt Juking. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass Hexor den hässlichsten Kurier hat, den es einfach in ganz Dota gibt. Es gibt keinen hässlicheren Kurier als diesen. Natolic Pro League Drecks-Pinguin. Das ist einfach, der hat die schlechtesten Texturen, die jemals ein Kurier gehabt hat und jemals haben wird. Also, ich meine. Ja, also, wenn man das mit dem Shagbug-Kurier vergleicht, ist es schon ein bisschen witzig. Ja. Das ist auch so liebevoll. Das ist halt Cybersmart. Ja. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Natolic Pro League. Kann man auch. Ein großes Kapitel, ein großes Fass aufmachen, aber das macht dann vielleicht, vielleicht an anderer Stelle und nicht. Obwohl wir auf deutsches Stream, da hört es ja eh keiner. Einer der Admins, obwohl, naja, ist doch egal. Jedenfalls. Aber es gibt auch genug Reddit-Threads drüber. Ich denke, das muss man da nicht nochmal ausweichen. Außer, dass man sagen kann, dass der Kurier echt die größte Scheiße ist, die jemals produziert wurde. Aber sonst, das Matchup sieht ganz gut aus. Die Potte mit 11-0, der Magnus mit 10-0. Ist natürlich hier ein bisschen der Vorteil für Cube, dass sie sich besser positionieren kann, weil er ranged ist. Magnus Mana Pool ist noch nicht so unendlich. Ich bin einfach mal. Jetzt bin ich mal. Oh, der Arrow. Knapp. Ich will jetzt einfach mal ganz dreist und sage: Mana Pool auf Magnus. Ich fände es nicht so schlecht, weil er ist nicht der große Autodecker. Er kommt auch nicht ran, weil Cube wird ihn kiten mit der Potem. Ich glaube auch, er sollte auf Mana Boots gehen. Er kann jetzt übrigens. Wenn er es schafft, den gesamten Bottle Charge nach der Haste zu bekommen, glaube ich, kann er die. Ziemlich low bringen, aber. Achso, interessant. Ja, sie werden gemütlich weiter farmen. Denke, das ist halt auch so ein bisschen die Gefahr bei dem Lineup. Das habe ich auch schon gerade mit Cube in der. Ach, verdammt, ich wollte ihn fragen, wie man ihn ausspricht. Ich habe auch schon gerade mit ihm gesprochen, so dass Magnus. Hat im Lineup hat er gesagt, also ich habe gesagt, das wird doch ein Farmfest und er meinte halt, ja gut, wenn dann gibt es halt einen dicken Clash an der Rune. Das ist halt, oh, auch das womit ich rechne. Aber. Oh, das. Der zweite. Dachte, er probiert das früher. Der zweite. Ich bin antizipiert, aber. Ist da der zweite Bauch? Ah, nein. Aber jetzt muss er aufpassen. Hexor hätte den holen können. Naja, ja, denke ich. Eigentlich auch. Ja, denke ich auch. Ein letzter Hit. Oh Gott, die Jukes! Die. Oh, schön. Die Jukes! Art of Cube Juking.
Oh, bitte check die Bot-Rune. Oh mein Gott, Ach, check das doch. wäre so cool gekommen. Sie gehen beide Die rennen back to jetzt base. beide back to base. Oh Mann. Keiner gibt nicht mal. Sie geben nicht mal einen Versuch, auf die Bottom Rune zu kommen. Ja, Oh, das Ding ist halt, sie wissen auch nicht, wo die Rune ist und dann rennen sie lieber back to base auf. Oh, das ist bitter. oh. Und wenn sie die dann finden, dann werden sie lachen. Aber das Ja, war. vor allem ist die Situation deutlich besser für die Podem, weil die ja gerade mit einer Haste-Rune angegangen wurde und jetzt trotzdem zwei Range-Creeps und Melees und alles bekommt. Also da wird sie sich schon freuen. Ja. Das war. Eigentlich war das. Hätte Hexer den Go ein bisschen eher gemacht. Weil das Ding ist, er hätte den Skewer in die eigene Creepwave finden können. Mit der Haste-Drohne. Weil er hatte deutlich mehr. Also er hat halt 522 Movement-Speed gehabt. Die Potom hatte keine Boots, also war mit 300 unterwegs. Er hätte den Skewer in die eigene Creepwave, glaube ich, finden können. Und damit wäre es dann auch First Blood gewesen, aber. Hat sich dann dagegen entschieden. Und jetzt wissen sie beide, dass die Rune unten ist. Hex herausfinden, dass es seine Region war, der unten auf ihn gewartet hat. Warum geht übrigens nicht auf Boots, sondern auf Basi? Also macht den Aquila fertig. Das ist halt bei der Potem ganz schön so. Das ist effiziente Platzverwertung, weil sie profitiert von der Mana-Rex, profitiert auch von der Bonus-Rüstung, die damit kommt. Und zwar sowieso von dem Wraithband. Aber ohne Boots, ich meine, sie ist halt schon so langsamer als der Magnus. Magnus hat 315 Base Movement Speed. Die Potem hat 300. Und. Oh, das habe ich nun überhaupt nicht erwartet. Hör dir mal an, was die Potem mit ihrem sechsten Skillpunkt gemacht hat. Keine Ulti Oh. im zweiten Level in Leap? Ja, also, dass keine Ulti kommt, habe ich mir gedacht, Ja, aber ich aber. dachte, das geht. Ein Arrow rein. Habe ich schon gespielt Oh, übrigens von Hexer auch. ohne Arrow und Oh, er die kann kriegt so. die Rune! Sehr, sehr nice. Oh Gott. Und Tango. Oh, die RP ist allerdings gut. Aber der Stun ist nicht lang genug. Und wenn jetzt nicht The Art of Juking kommen und der übelst krasse. Oh, jetzt bin ich aber Oh! gespannt. Oh. Das Das passt hatte. leider nicht in den Hexer-Movie rein. Leider nicht. Oh Gott, der Arrow fliegt. Ach, das ist der Animation-Bug. Oh, das ist ein Das bisschen war sehr gerade ein gefährlich. bisschen übermotiviert von ihr. Obwohl, wenn sie jetzt. Liebt da zurück auf die Lane. Ja, obwohl, sie hat nicht so viel verloren dadurch. Aber das, wirklich, wenn der Hexer die Shockwave getroffen hätte, wenn er halt wirklich damit gerechnet ist, dass Cube halt so super krass mega juke, dass er quasi von den beiden Richtungen, die er hatte, also quasi in den Forest laufen oder zurück auf die Lane, quasi die dritte nimmt und dann auf die Top Lane rennt. Also das wäre sowas von Hexor-like gewesen. Ah, so das so Next Level. Wäre so ein Next Level gewesen. Ja, aber eigentlich ist doch Hexor-like, dass er. Sie nimmt die Invis, rennt weg, er rennt dann dieses Pathing Okay. und schießt dann so einen Arrow und killt sie. Das ist Hexon. Okay. Naja, darauf müssen wir dann halt noch warten. Bis zum nächsten Game. Dann die krassen Arrows kommen. Oh ja, erinnerst du dich an die alten Videos, wo er noch dauernd diesen Glanzeffekt über den Arrow drüber gemacht hat? Ja. Boah, das war edel. Die ganz alten Sachen. Das ist auch schon ewig dabei, ne? Ja. Der gute Hexer. Oh, das war noch cool. Ich bin ja quasi noch die New Damals. Ja, damals war aber auch das Skill Cap deutlich niedriger. Und dann war es schon mal geil, so diesen Hexer-Patch zu sehen. Mittlerweile gibt es ja relativ viele, die einen recht anständigen Patch spielen. Oh Aber ja. damals gab es einfach fast niemanden. Ein Hexer mit einer sehr glücklichen Rune. Findet die Region sehr dankbar für ihn. Ihn, der so Mana-abhängig ist. Das ist halt. So, die Ah, der zweite kann Region, jetzt zu viel oder? spammen. Das ist die zweite Region, die er da war nichts ja, trifft mit ich der glaub schon Shockwave. mehr. Das war gut. Einfach gar nichts getroffen mit der Shockwave. Und sehr schön denied gerade von Cube. Das hat er gut gespielt. Aber das ist echt krass. Ich bin überrascht. Man kennt ihn ja nicht. Er ist halt, wie gesagt, durch die Vorrunde gekommen. Aber dass er so gut spielt. Ich habe auch bei Dota Source stand, glaube ich, dass er erst 16 ist. Erst 16 Jahre ist der Junge. Ich weiß nicht, ob das. Ah, Cube. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das richtig ist. Ich weiß auch nicht, was du davon weißt, aber. Das wäre Ah, natürlich keine Ahnung. Oh, Respekt. Also mit 16 Jahren da schon so viel Skill zu beweisen. Oh, und sehr schön die Region hier abgebrochen. Schön. Halt, die Upchoke-Ward macht sich bezahlt. Und jetzt könnt ihr. Oh, sehr schön, den zweiten Bounce auch noch auf ihn gefunden. Das ist natürlich eine Traumsituation für ihn.
Es ist halt auf dieser Lane so unglaublich wichtig für Cube, nicht jede Shockwave zu fressen. Das ist unglaublich. Was macht Magnus jetzt? Geht er einkaufen? Macht er einen kleinen Hexertrick? Er kann doch nicht einkaufen. Er hat den Juke-Spot noch nicht gefunden. Er hat es noch nicht geschafft, da einen Creep wegzufinden. Er hat auch keine Tango-Seite da beim Hinskewen müssen, aber wollte das dann, glaube ich, doch nicht machen. Ja, wäre schon ein guter Mana-Waste gewesen. Ja, früher musstest du ja noch keinen Baum da wegessen. Ja? Das ist noch gar nicht so lange. Ja. Was? Das ist... Ja, das wäre... Also ich meine noch gar nicht so lange. Das ist sicher mehr als ein Jahr her, dass der Baum hinzugefügt wurde. Aber ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo du aus der Mitte einfach gerade das Einkaufen gehen konntest. Ja, das ist halt... Also es passiert in Dota sehr viel an Balancing und... Und oft dauert es ewig, bis irgendjemand so etwas an der Map entdeckt, aber dann wird das auch schnell gefixt. Und jetzt ein Hexo-Arrow auf den guten Hexo. Das kann er machen, wenn er jetzt hier für den Lasse geht. Aber er hat kein Creep-Backup, das ist das Problem. Ich glaube, der Damage reicht nicht. Ja, glaube ich. Mit Creeps hätte es vielleicht gereicht, aber... Halt, ich finde es auch interessant... Ja, Problem. Ich hätte gedacht, vielleicht ein... Oh, Facebook ist gut. Vielleicht ein Stout-Shield am Anfang für die Lane mitzunehmen? Oder... Aber ist der Harass einfach... Oh, ne, das war schon super. Oh, damit könnte er bezahlen. Damit wird er bezahlen. Wo ist... Hat kein Mana fürs Q. Schon nicht, ne? Und er hat in 5 Sekunden Mana. Das war so knapp. Ja. Oh, da wird sich Hexo ärgern. Da traue ich mich aber auch zu wetten, dass er das nicht rechtzeitig gesehen hat. Da konnte Cube nochmal rausliegen. Aber Facebook ist generell eine sehr gute Entscheidung von Cube. Hätte ich auch über die Power Treads gebaut, weil er so noch in der Lage ist, ein bisschen schneller vor den Shockwaves wegzulaufen. Falls das manchmal die Möglichkeit ist, gönnt jetzt auch nochmal ein paar Tangos. Ja, außerdem kann er jetzt CS-mäßig ein bisschen wegziehen. Glaube ich. Okay, und Kim Peak meinte auch, dass mit 16 ist geschätzt von ihm. Er weiß nur, dass es sehr jung ist. Na gut, aber ich meine, 16, 18 ist ja schon ein Unterschied, wenn es so. Ich glaube, Hexor hat. Boah, dass der Bonus da nicht auf Hexor geht. Aber wenn Cube jetzt Pro ist. Naja, da geht den Cube nicht. Das wäre richtig edel gewesen. Sofort reinleapen, diesen Melee-Arrow ziehen. Aber es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, aber das stimmt. Oh, Hexor. Sie leider nicht so. Mal dafür. Wenn er jetzt die Rune nicht findet, dann wird er ein bisschen weglaufen, der gute Cube. Oh, und eine Sekunde. Das wird eine Region. Oh. Das wär's gewesen. Und sofort liebt unser guter Cube zurück. Rennt ein bisschen schneller nach Hause. Ich glaube, wenn er reingelegt wäre, Melee Arrow, zumindest es ist nicht seit dem neuesten Change so, dass der Arrow, macht immer noch festen Schaden. Ja, klar. Bonus Damage up to 100 is applied based on distance to target. Also es ist schon so, dass du, wenn du ihn von weiter weg schießt, hast du die Chance, plus 100 Bonus Damage zu bekommen. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch, ne? Aber ich hatte das ein bisschen falsch im Kopf. Oh, wenn jetzt die RP seines Lebens kommt, Hexo. Ach ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Aber der Base Damage ist quasi trotzdem der gleiche, der ist unabhängig von der Range. Ja, außerdem, wenn du reinliebst, Arrow into Starfall, geht sich das mit einem. Also der Bonus Star hittet auf jeden Fall noch. Genau. Und das ist halt ein Arrow, den er nicht dodgen kann. Und der Starfall ist. Also der Leap ist halt auch mehr oder weniger instant. Also das ist schon eine krasse Combo. Auch wenn man sagen muss, dass er nicht genug Mana hatte zu dem Zeitpunkt. Also, ja, das stimmt. Sonst hätte er es wahrscheinlich gemacht, aber. Aber er könnte jetzt reingehen. Oh, jetzt hat er auch die Shockwave gedodged. Wäre, das hätte gepasst. Hatte Mana. Ja, er hat halt keine Abschockwäsche oder so. Stimmt, der ist nicht natürlich. Aber jetzt. Ich finde, er. Ist da ein bisschen zu defensiv. Jetzt hat er keinen Mana mehr. Jetzt hat er keinen Mana. Das macht er auch in dem Moment. Das ist so sehr klug schön gespielt. Und wenn jetzt der Hexo Arrow des Lebens kommt. Verdammter Bonus da. Ja, das hätte gereicht. Das war gerade unglücklich. Aber ich meine, gut, was heißt unglücklich? Ich meine, er hat Hexo aus der Lane gedrängt. Das hat er gut gemacht. Er wird die nächste Rune. Naja, ob es sie sicher haben wird, weiß ich nicht ganz genau. Er kann sich zumindest Boots kaufen, wenn er möchte. Er lässt sie aber. Ja, nee, was heißt, sag ich Boots? Er meint, ich meine natürlich einpacken Observer Wards. Die lässt er sich auch gerade bringen, das heißt, die nächste Rune wird ihm sicher sein. Cube ist übrigens der erste Spieler, den ich im ganzen Tournament das Chicken upgraden sehe. Ja, das macht stimmt. Macht das öfters.
Ja. Ja, da hast du recht. Interessante Sache. Und alle Leute, die Lags haben, es tut mir leid, aber es ist nicht mein Fehler. Ihr könnt, es gibt ein Tutorial auf, wenn ihr das über den VLC Media Player zum Beispiel schaut, dann sagen viele, dass es besser wird mit den Lags, aber das müssen wir ausprobieren. War ein bisschen gefährlich. Aber seine Shockwaves sitzen irgendwie nicht ganz so präzise, habe ich das Gefühl. Ja, ist aber auch gegen Faceboots Movement Speed, das ist schwierig. Jetzt findet er den Arrow. Ist die Frage, ob der Bonus da kommt? Ja, er kommt raus. Er hat überlegt, ob er nah genug hingehen soll, aber es war mir, glaube ich, zu gefährlich. Noch besser so, weil ich meine, er steht gut da, er muss sich überhaupt nicht verstecken lassen, wenn er sich vor Hexenhorn. Ich denke schon, die mit der Position, in der er gerade steht, damit lässt sich leben. Und er schafft es auch immer gut, die Shockwaves zu dodgen. Das ist das Wichtigste. Er kriegt kaum Harass von Hexo. Und Hexos einzige Möglichkeit, irgendwie Schaden an dieser Mirana zu machen, ist einfach die Shockwave. Und das. Und wenn er die nicht findet, wenn da Cube sich seine Faceboots bis zu dem Moment, wo er es castet, aufhebt, dann wird er die auch nicht treffen. Wieder, wir sehen es. Die Facebook aktiviert, Faceboots aktiviert und geht da gleich wieder raus. Und geht jetzt hier anscheinend auf den Helm of the Dominator? Oder mich wundert ehrlich gesagt auch, dass er nicht einfach auf Tankiness geht, weil sobald er, ich sag mal, 1000 HP hat, kriegt Hexo ihn nicht mehr mit einer AP, egal was er macht. Ja, das stimmt. Deswegen dachte ich eben eigentlich schon, dass Power Threads plus, keine Ahnung, irgendwas Drums-mäßiges kommt, einfach nur damit er ein bisschen tanken kann. Dann muss er auch nicht jede Shockwave dodgen, wenn er ein bisschen mehr AP hat, aber. Ja, yeah, macht das ballsy. Weil natürlich läuft es ja auch nicht die schlechteste Entscheidung. Jetzt findet Hexo allerdings eine Haste. Ich glaube, das ist die gefährlichste Rune, die man eigentlich auf dem Magnus gerade finden kann, vor allem in diesem Stadium des Games. Das ist halt die Frage, ob er tatsächlich Profit rausschlagen kann. Ich glaube, fast eine Invis ist sogar noch besser. Geht das sehr aggressiv. Naja, das Frage ist halt bei der Innis. Ich meine, er findet eine sichere RP oder er findet einen sicheren Skewer. Aber ich glaube. Geht da raus, aber er will da hinterher. Und den Arrow Dodge da auch sehr schön gemacht. Das reicht. Das ist First Blood für Hexo. Und das meine ich halt. Das ist halt schon gut. Die hat er mit der Innis nicht unbedingt. Er kann da schon sehr tief diven. Ich meine, mit der Innis findet er eine sichere RP. Aber wie wir gerade gesehen haben, sobald der Leap raus ist, findet er auch mit seinem. Ja, er muss halt warten, bis die Potem ungefähr in dem Bereich ist. Und dann kann er sie einfach hier rauf skewen nach der AP. Und dann ist sie auch tot, denke ich mal. Aber so war es auch sehr schön. Sehr, sehr nice gemacht. Und Hexo geht mit 1-0 in die Führung. Geht jetzt back to base. Um ein bisschen sein Mana-Pool aufzuforschen. Hat jetzt 2800 Gold gefarmt. Und das ist immens viel. Was baut man in der Situation? Den Casual Dagger? Ich glaube, er geht auf Dagger. Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvollere Items gäbe. Regen zum Beispiel. Okay. Und das ist nicht schlecht, wenn er den Mana. Ist halt die Frage, ob er den Mana-Pool dafür hat. Also. Lass uns kurz das Mathe machen. 250 plus 80 sind 330, plus eine Shockwave. 330 sind 420, plus Dagen sind 180, 420 sind 600. Ja, da kann er gut eine Weile durchcasten, aber das Ganze wäre weitaus unproblematischer, wenn die Porten ein bisschen mehr HP hätte. So tut es halt echt weh. Und nach der zweiten Shockwave muss sie eigentlich sofort anfangen, wie verrückt drauf zu bordeln, weil sie sonst aber instant tot ist. Das stimmt. Das ist wirklich ein sehr, sehr aggressiver Itembild. Und er kriegt wieder die Shockwave. Oh, er kann da eigentlich einfach rein. Oh, sehr, sehr knapp. Wenn er jetzt ein Q into Shockwave kriegt. Da wurde er aber ziemlich gehexert. Oh. Das war aber schön das war schön angefeckt von der Potin. Ja, das stimmt, definitiv. Aber da wurde er outplayed. Aber das war das kleine Überraschungsmoment des Dagens. Sehr, sehr nice. Jupp, hat auch noch. Das ist halt gefährlich, ne? Beim nächsten Skewer Shockwave Dagen ist er tot. Auch man nichts dagegen sagen. Das könnte jetzt kommen. Jetzt. Ah, sehr gut. Aber ich meine, er zwingt immerhin den Leap raus. Er hat auch immer noch die Invis-Rune. Das heißt, wenn er jetzt eine Shockwave macht und vielleicht die Wave pushen kann, wenn er jetzt irgendwie schafft, irgendwie in eine Position zu kommen. Das Problem ist, dass er halt durch seinen Shockwave gespammt die Wave immer an den Tower pusht.
Das ist zwar gut für ihn, um Runen zu kontrollieren, aber... Oh, Hexor. Hat er einen Tower Range? Ja. Ja. Du läuft in sein Leben. Macht es doch klug, ja. Hat er sich gezeigt und der Arrow immerhin ein Lastet geholt mit dem letzten Arrow. Ja, ich glaube, der wartet auch noch ein Lastet immer. Okay, Hexor. Kann jetzt wieder weiter in der Mitte farmen. Trotzdem, die Potte. Oh Gott, meine, das war wieder die Konsole. Potte immer mit 103 zu 24. Das ist schon sehr, sehr dominant. Jetzt, vielleicht kommt jetzt die RP. Die Frage, wie gut Hexor die Cooldowns von Lieb mitzählt. Halt wichtig für ihn. 22 Sekunden ist halt auf Level 3 echt wenig, so. Aber ich wäre auch nicht so überrascht, falls beim ersten Level in, eventuell in die Ulti zu sehen. Vielleicht harassen, und dann mit Ulti in Lucky Arrow. Aber es heißt Lucky halt einfach. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ihm ist niedriger Leap cooler und ein bisschen wichtiger gerade. Kann auch sein. Ich meine, jetzt ist auch ausgelevelt, jetzt ist er bei 18 Sekunden. Das ist halt echt nicht so viel. Skewer müsste auch ungefähr bei der Zeit liegen. 30 Sekunden ist sogar Skewer. Ach, es wurde ja alles wieder hochgesetzt. Langer Zeit und der Arrow. Oder Arrow ist sehr schön. Wow, der hätte gepasst. Hätte Hexor das nicht gerochen, hätte es gekostet. Und immer auch Hexor hat jetzt hier tatsächlich seinen Chicken, quasi das Flying Chicken gekauft. Genau, aber ich würde gerne mal eine kleine mathematische Rechnung anstellen. Seine RP auf Level 2 macht, 125 Damage. 100, oder? 125. Achso, Damage, ja, okay. Shockwave macht 300, das sind 425 plus Dagon. Oh, jetzt findet er aber erstmal die RP. Ja, wir sehen es jetzt eh in Action. Ja, genau, das werden wir einfach mal sehen, ob es passt, aber. Ob er da nicht Skewer Dagon? Ne, das hat er nicht gehabt. Doch. Hätte er Skewer Dagon Shockwave gemacht, hätte es gereicht. Aber er hätte nicht Skewer Dagon Shockwave, sondern er hätte Shockwave Dagon Skewer machen sollen. Ja. Dann hätte es gereicht. Weil er hat den kompletten Skewer durchgezogen. Er wollte ihn halt in den Tower skewern, um die ein, zwei Hits mitzunehmen vom Tower. Aber hätte, glaube ich, seine Kombination. Ja, das klappt so nicht, ja. Hätte seine Kombination anders durchgezogen, dann hätte es, glaube ich, gereicht. Ich meine, das sind 300, das sind 700, das sind 820, 825 Damage. Aber gut, 25 Magieresistenz abziehen, aber. 825, ja, das hätte reichen können. Hat auch sich während der RP-Animation, wie man es oft sieht, nicht gedreht. Dadurch stand die wirklich direkt vor ihm und er musste auch noch um die Creeps herumlaufen. Genau. Das ist so ein kleiner Trick, den wir oft sehen, dass sie sich quasi vor der RP drehen, um dann den Gegner in Richtung des eigenen Towers zu sehen und dann direkt skillen zu können. Ist völlig richtig an. Oh, Cube findet die Rune nicht. Aber er könnte sie trotzdem noch haben. Ja, Hexort. Ganz eindeutig. Und der Arrow sitzt. Sehr schön. Damit hat er sich wahrscheinlich gerade die Rune gesichert. Aber er muss die Last unter Tower kalkulieren. Ja. Ja, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Aber darf er sich eigentlich einen Creep übernehmen? Radiance Middle Tower is under attack. Denke also ein Waldcreep, nicht? Nicht Dungeon, ein Lane-Creep. Ein Lane-Creep, glaube ich, ist nicht so hilfreich, aber... Jungle ist verboten, aber... Und eine sehr schöne tiefe Wort hier für Nexus. Aber Jungle ist verboten. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaub, ja, aber nicht. Er tötet das Creep ja nicht. Ja gut, das stimmt. Lost Hope kannst du gerne mal in Free schreiben. Dann schreibe ich das auch gerne kurz in All-Chat. Oder Lost Hope sollst einfach kurz in All-Chat schreiben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob Cube das so weiß. Jungle verboten. Und das spricht es auch mit einem RP. Oh, sehr schön gedodged, aber das Ding ist zu viel. Sehr schön gespielt von Nexus. 2-0. Die Frage ist obsolet. Es steht 2 zu 1 für den Avengers-Spieler. The Art of Juking. Und das heißt, unser nächstes Lineup ist wieder Crop gegen Magnus, aber diesmal andersrum. Diesmal werden wir Ding am Magnus sehen und vor den Hexen Potter spielen. Wann ist eigentlich Seele rausgeflogen? Ich weiß es gar nicht. Bloß erklären. Ja, aber ich bin. Coupé finde ich auch gut, ja. Aber es wird ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für ihn, weil er kriegt mit seinen Shockwaves, wenn die Potem gut harassed, wird er nicht zu seiner Bordel kommen, glaube ich. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Stimmt. Vor allem, weil es einem Magnus immer zuerst der Mana fehlt, bevor ihm HP fehlen. Mhm. Bei den meisten anderen Heroes, die wir sehen, in der Mitte eigentlich eher umgekehrt teilweise.
Ich könnte auch, vielleicht gibt es auch einen krassen Empower Max Build. Ja, das. Also, das habe ich mir auch schon überlegt, ob du im One-on-One nicht lieber gegen eine Pot einen Empower auf Level 1 skills und praktisch Skewer ignorierst, weil man hat ja gesehen, das bringt nichts. Mhm. Wenn du jemanden in der RP-Time in den Tower skewerst, die Potem liegt genau danach einfach raus, weil da der Stun over ist. Also, ja, genau. Weiß nicht. Ich fände es gar nicht schlecht, weil ich meine, er würde 10 Damage, glaube ich, dazu bekommen, 20%. Mein Mathe ist schlecht. Englisch LK. Ah, 20% dazu. Er macht's. Ja, geil. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr interessant zu sehen. Und guck mal, der wird damit gut lassen. Er pusht damit natürlich die Lane ein bisschen. Aber das. Also, ich glaube, wir haben einen würdigen Kontrahenten für die Hexapotten gefunden. Ja. Definitiv im letzten Game. Ah, ich freue mich schon. Das ist cool. Das ist cool. Und ich wünsche ihm wirklich, egal wie unparteiisch ich bin, ich wünsche ihm einfach, dass er damit gut auf der Lane steht einfach. Das wünsche ich ihm, weil ich denke, dass es cool ist. Das ist einfach ein. Außerdem wollen wir doch alle noch ein fünftes Game, ne? Ach sowieso, da hast du recht. Okay, und bis jetzt. Na gut, 3-2, das ist beachtlich. Das ist gut. Meine Hexos 5-0, aber was soll's. Der erste Hexos. Oh, das war aber wirklich ein guter Dodge. Mhm. Weil den erwartet man in dem Fall eigentlich nicht, würde ich behaupten. Nee, definitiv. Und das Range Creep kriegt er mit einer Shockwave? Nein. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ob er es vielleicht tut, aber vielleicht hat er auch Angst, dass der Hexer einen Hexer hinein durchschießt. Aber jetzt könnte er einen Doppel lassen kommen. Und dein Hexer ist perfekt gespielt. Genauso muss das sein. Das macht er exzellent. Das gefällt mir. Mir gefällt das sehr gut. Guck mal, der hat schon 7-2 Last, 8-2 Last Hits. Der hat noch einen Last Hit von der Bottle weg und der hat noch die Hälfte seines Marders eine Shockwave verbraucht. Wie cool ist das denn bitte? Und findet unten eine Region, wenn er sie dann sieht. Das finde ich richtig, richtig nice. Ganz ehrlich. Ohne unparteiisch zu parteiisch sein. Das ist schön. Jetzt hat er auch die Shockwave, jetzt hat er auch den letzten Last bekommen. Kann sich seine Bottle bringen lassen. Wird die vor Hexo haben. Hat er mir jetzt auch. Mhm. Also das ist jetzt ein komplett anderes Spiel. Vorher war es Farm Trading. Runen checken durch die frühe Bottle. Jetzt war es wirklich sehr Last Hit dependent wieder. Mhm. Aber das war schon. Tatsächlich. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Aber ich hätte. Das ist echt krass, dass der Markus auch das Game gemacht hat. Ich hätte ja gedacht, Potter hätte da ein bisschen. Ey, du hast gerade gesagt, wie sich's ausgeht. Ich versuche schon seit Stunden nicht in Österreich herauszuhängen. Und das geht sich nicht auszusagen. Aber nachdem du es jetzt einmal gesagt hast, bin ich erlöst. Das geht klar. Ich denke. Und und werde das jetzt die ganze Zeit verwenden. Das wird als Dota-Slang geht das durch. Also ich denke, gerade bei diesem Turnier ist das völlig legitim, sowas zu sagen. Glaube ich. Ja. Wenn ich bei diesem Turnier. Also als Österreicher ist man gerade einfach nicht gewohnt, da einen anderen Ausdruck suchen zu müssen. Es ist schon hart, Österreicher zu sein, ich kann mir das vorstellen. man hört es am Dialekt ja eh nicht, aber manchmal kommt es dann doch wieder durch. Ja klar. Du sprichst echt erstaunlich Hochdeutsch. Ich meine, ich habe auch Österreicher, mit denen ich so Dota-mäßig zu einer BlizzCon aus dem Forum, ist ja auch Österreicher. Der hat schon einen deutlich stärkeren Akzent, so wo man sagen kann. Ja, aber das liegt einfach daran, dass ich jetzt schon zu lange Dota spiele. Mittlerweile, sobald man ein Headset auf hat, gewöhnt man sich den Dialekt ab. Das machen auch Deutsche, also so Schwaben oder so, mit denen würde ich jetzt auch nicht gerne die ganze Zeit skypen, wenn ich die kaum verstehe oder so. Ja. Aber das weiß nicht für mich, echt, war das. Meinst du echt, das kommt vom Headset? Das wäre ja interessant, weil ich bin ja tiefer Sachse. Ne? Ich habe ja 17 Jahre meines Lebens, ich lebe seit 17 Jahren in Leipzig, was ja wirklich tiefes Sachsen. Also nicht ganz tiefes Sachsen, aber schon findest auf der Straße überall sächsisch, sagen wir mal so. Und mir. Also es gibt manche Leute, die sagen, okay, man hört, dass du aus Sachsen bist, aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich wüsste überhaupt nicht quasi, wo du herkommst. Und oh mein Gott, das war sehr gut gespielt. Und er kriegt den aber noch. Er muss jetzt juken. Hard of juking. Zeig es uns. Nein. Not enough jukes. Oh mein Gott. Aber sehr nice gespielt. Sehr nice gespielt von Cube, dass er die Shockwave gefunden hat. Also diese quasi hier am Tower. Das war immens wichtig. Und da muss ich ihm einfach ein bisschen Kompliment geben. Ja. Schau in den Kurier von Magnus. Wir werden hier jetzt einen Pullman Shield Magnus sehen. Einfach nur, um so wenig wie möglich Damage zu holen. Und das ist schon wieder eine komplett andere Herangehensweise. Und man hat gesehen, wie im dritten Game
Oh, der Magnus von Hexer die ganze Zeit back to base rennen musste. Und ich glaube, das wird diesem hier nicht passieren. Das denke ich auch. Der steht deutlich, deutlich besser auf der Lane. Es könnte tatsächlich ein alles entscheidendes drittes Match geben, wenn es so weitergeht, wenn Cube sich weiter so gut stellen kann. Und das ist echt krass, wie gut der Last hittet. Cube, der hat alles. Er kann Hexo alles denyen. Und er kriegt damit mit Illusion trotzdem den Last nicht. Zu gierig. Ja, nice. Und da kommt auch schon die erste Abchoke-Board. Also Hexo wird auf Level 6 garantiert Level 2 Arrows killen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Das sollte er auch wahrscheinlich machen. Ich denke nicht, dass es jetzt schon viable ist, sozusagen. Ja, die Ulti oder irgendwas anderes zu skillen. Oder Leaks zu skillen. Und Hex war echt weit zurückliegt. Also, die fehlenden. Er hat Sats geskillt, oder? Glaub ich noch er gar hat nicht. Sats geskillt. Er hatte noch gar nichts geskillt? Vielleicht lass er hat Sats geskillt, glaub mir. Ja? Oh, Wraith Bands und er hat plus 8. Och, Hexo. Du hast mir meine Wette verloren, das ist uncool. Mit wem hast du gewettet, dass du. Nee, ich hab dir jetzt gerade gesagt, dass ich mit dir wette, aber du hast es eh vergessen, also okay, habe ich stimmt. Nichts gesagt. Oh ja, doch. Und Hexo skillt Stats. Das ist noch so dieses alte Dota, wo die Hälfte aller Spells in Dota scheiße waren und du die einfach mit Stats kompensiert hast. Das waren noch Zeiten. Aber das ist wirklich ein ganz anderes Match. Du hast es vorhin schon gesagt. Und das ist der Magnus mit der M-Power als erstes skillt. Und der. Okay, der baut trotzdem Mana Boots. Glaube ich, da ja, kommt das Energy Booster zu ihm. Aber trotzdem, der halt Poorman's Shield baut, der sehr, sehr, sehr viel auf Lasts durch Auto-Attack einfach geht. Im Gegensatz zu diesem Hexor, der dann doch lieber auf den Shockwave-Spam gegangen ist und dann im Gegenzug dazu hier die Potten von Art of Juking, wo er Stats mitnimmt und Starstorm levelt und den Arrow quasi nur für den Stun nimmt. Das ist kein Damage für ihn. Er möchte damit den langen Stun kriegen. Ich hätte aber ehrlich gesagt in einem Matchup allgemein die Advantage dem Magnus gegeben, der Potem gegeben, ehrlich gesagt. Mich überrascht, dass auch, ja. Magnus das so stark steht. Was? Aber ich meine, im letzten Game haben wir es gesehen. Da hatte Cube bessere Lane-Dominanz mit seiner Potem. Oder er hat doch so ja. Noch deutlich mehr Last, wenn ich das richtig erinnere. Ich würde sagen, nicht deutlich, aber es waren schon so 10 mehr ja, oder 10, so, denke ich. 10, 10 ist eine gute Zahl. Das ist interessant. Oh, das ist und jetzt macht er den Dandy. Ah, ja, das den ist Dandy. Schön zu sehen. Auf der Arcane Woods. Und zum Beispiel. Aber das ist auch relativ safe hier in der Situation. Ja. Das ist schon gut machen. Ich weiß ja auch nicht, ob das Hexor gemacht hat im letzten Game. Bin ich gar nicht sicher. Und da kommt vielleicht noch die RP. Muss da rausleben. Ich glaube, er hat sich's auch gerade überlegt. Aber es ist recht merkwürdig, in diesem Matchup muss, also durch den Nerf auf RP-Damage, muss der Magnus eigentlich vor der RP auch noch einen Hit setzen, damit er dann Kill bekommt. Das hat man gesehen, hat er probiert. Hexo Arrow! Hexo, die Potem bekommt die Rune. Oh, oh, oh. Aber er kann damit daraus, glaube ich, keinen Profit schlagen. Außer jetzt kommt. Ich glaube, der Magnus muss ganz schön aufpassen, ehrlich gesagt. Ja. Der stimmt, obwohl er hat noch eine Helix gehabt. Wenn jetzt die RP zündet. Okay, da ist kein Bonus da drin. Aber der Arrow. Oh, das war Hexor. Das war, muss man ein riesiges Kompliment machen. Das war exzellent gespielt. Und die Last Hits sind equal. Aber genau. Was ist das denn für ein Game? Das ist einfach richtig jetzt nice. Nicht mehr. Na gut, der hat dann einfach, ja klar, weil er den Kill bekommen hat, aber na klar, das war ein Bild für die Götter. Also 1 zu 1 und 44 zu 5 zu 44 zu 5. Ja, da hat der Magnus aber auch ein bisschen zu viel probiert. Also es passiert einem so schnell in diesem One-on-One. Und dann muss er einfach. Er kriegt ihn nicht einfach so. Und da fliegt jetzt gleich noch ein Arrow rein, ja, nennen wir. Aber ist dem, glaube ich, auch ziemlich egal. Ja, oh schade, dass Cube da den. Cube den nicht mehr dodgen konnte. Den nicht mehr abbrechen konnte, den Skew. Aber das war. Das muss ich wirklich. Und jetzt holt. Und jetzt achte auf die Last Hits. Jetzt ist nämlich Cube praktisch wieder bei der Potem dran. Ja, das ist so geil. Und kriegt ein bisschen Damage auf den Tower. Das Matchup ist so super. Das gefällt mir richtig gut, zwei Spieler zu sehen, die wirklich auf einem, man kann das sagen, auf einem Niveau spielen. Ich glaube, da wird mich niemand flamen und niemand böse sein, wenn ich sage, dass die sich nicht so viel nehmen. In diesem Game.
Skilltechnisch. Allein wie oft ihre Wards platziert sind, ne? Das ist so geil. Wards sind auch genau gleich platziert. Jetzt sind beide Full HP. Allerdings hat hier die Potte noch ein bisschen mehr von in der Bottle drinne. Und jetzt gehen. So, jetzt wird's interessant. Arrow der vor oder nach dem Skewer? Oh, das war so schön. Aber er hat sie bekommen. Und jetzt die RP vielleicht? Hatte die RP? Nee, jetzt geht's eh nicht mehr. Aber es hätte vom Damage nicht ausgereicht, deswegen. Ah, schade, Shockwave nicht. Um nicht zu sagen, es wäre sich nicht ausgegangen, aber. Ja, er muss es wieder wegrennen. Jetzt hat natürlich Hex so ein bisschen die Oberhand, was Mana angeht, aber wir haben die Healing Star vergessen. Und der Magnus natürlich noch geht wieder auf 100 HP. Und wir haben das festgestellt, er ist nicht so der Magnus, der so viel Mana braucht. Er ist der Mana, der lieber mit Empower vorne steht, der ihm damit die Last holt, anstatt quasi mit Shockwave die Last zu holen. Er macht das, wenn er es schafft, ein, zwei Last zu bekommen und vielleicht eine Harass noch auf Hex rauszukriegen, das ist natürlich dann sehr effiziente Mana-Verwendung. Aber er muss jetzt hier schon zurückziehen. Gefährlich. Hexor weiß jetzt von seinem Vorteil und weiß auch, wie aggressiv er da spielen kann. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Hexor die Lane so weit rauszieht. Weil er kann im Tower nicht so viel gegen den Magnus machen. Der Arrow, der wäre Gold gewesen, das wäre der Kill. Der wäre wunderschön gekommen, ja. Aber jetzt schau mal, der Magnus konnte jetzt gemütlich im Tower lasten und sonst hätte sich Hexor einfach auf die gegnerische Choke stellen können und wie behindert angefangen, alle Creeps zu hinein. Ja. Aber er pusht hier lieber die Lane. Aber jetzt muss Magnus skewern. Oh, sehr schön gemacht. Oh, es ist zu spät. GG. Sehr, sehr schön. GG, WP, das war unser Finale. Das war viele wie ein Bot, ey. Sehr, sehr geil gemacht. Das ist cool. Vielleicht machst du ein kleines Interview mit Hexor. Wäre das nicht mal was? Also nicht jetzt, aber vielleicht... Das wäre was. Oder jetzt wäre Rank Hexor. Oh, jetzt ein Hexor-Interview machen? Na klar. Okay. Rotasource.de ist die IP. Rota 1.2, das PW. Okay, dann soll er mal kommen. Dann machen wir noch ein kleines... Ich bin gespannt. Okay, dann werde ich mal ganz kurz hier das Overlay machen.